Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil dieser Serie zu den besten Schlagzeugübungen. Wenn ihr neu dabei seid und die anderen Videos noch nicht gesehen habt, keine Sorge, ihr könnt auch mittendrin einsteigen und hin und her springen, weil die nicht zwingend aufeinander aufbauen. Jeder Tipp ist eigenständig und bringt euch auch alleine schon am Schlagzeug weiter. Nochmal zur Sicherheit, weil es so wichtig ist, es geht hier nicht darum, was jeder Schlagzeuger, jede Schlagzeugerin können muss, sondern es geht um die effektivsten Übungen und Übungsprinzipien, mit denen ihr bei dem, woran ihr gerade arbeitet, am schnellsten vorankommt. Denn all diese Übungen und Übungsprinzipien lassen sich auf verschiedenste Dinge übertragen. Heute möchte ich euch eine Übung vorstellen, mit der ihr sehr gut eure Koordination trainieren könnt und vor allem den Fluss in allem, was ihr spielt, verbessert. In der vierten Folge habe ich euch die grundlegenden Bausteine der Koordination der Gliedmaßen vorgestellt und gesagt, dass es eigentlich nur 12 Stück sind, nämlich die 6 Kombinationen der Gliedmaßen und dann jeweils mit der einen oder der anderen beginnen. Aber natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit, weil wir natürlich manchmal auch mehrere Gliedmaßen gleichzeitig spielen und weil wir natürlich nicht nur 2 Gliedmaßen abwechselnd spielen, sondern vielleicht auch mal Figuren aus 3 oder 4. Lass mich ganz schnell erklären, wie ich auf diese Übung gekommen bin. Und zwar habe ich an meiner Double Bass Drum Technik geübt und habe mich geärgert, dass ich vor allem, wenn ich neu ansetze, wenn ich in den Fluss von 16-Noten reinkomme, immer stocke. Und deshalb habe ich genau das geübt, das ständige Anfangen. Und habe das verbunden mit einer Übung, bei der ich mir vorgestellt habe, auch meine Genauigkeit zu trainieren. Ich habe einfach immer 4 Schläge mit den Händen und 4 Schläge mit den Füßen genau abwechselnd gespielt, um dieses ständige Neuanfangen, einen Fluss von Noten zu trainieren. Und dabei ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, dass die eine Gliedmaße ausholt, während die andere spielt. Das heißt, wenn die Füße spielen, habe ich ganz übertrieben mit den Händen ausgeholt. Und wenn die Hände spielen, habe ich ganz übertrieben mit den Füßen ausgeholt, um mir richtig Zeit zu nehmen, ganz entspannt und locker in diese Bewegung reinzukommen. So spielen wir natürlich nicht. Ich habe die Ausholbewegung total übertrieben, um sie zu trainieren. Bei dieser Übung ist mir etwas aufgefallen, was immer eine sehr, sehr gute Sache ist. Nämlich, dass ich sie zwar eigentlich sehr schnell spielen konnte, aber wirklich sauber und genau nur viel, viel langsamer, als ich dachte. Also bestimmt bei einem Viertel des Tempos, in dem ich es eigentlich technisch spielen konnte. Ich habe das in den anderen Videos schon mal erklärt, dass das Wichtige ist nicht, dass wir das technisch schnell spielen können, sondern dass wir es kontrollieren können und genau spielen können. Und das habe ich versucht, indem ich diese Kombination 4 und 4 dann auch umgekehrt mit links beginnend und dann mit der Zeit alle möglichen anderen Kombinationen zu trainieren. Und mein Ziel war, exakte Schläge zu spielen, so als würde ich nur mit einer Hand spielen, aber diese Schläge auf alle Gliedmaßen zu verteilen.
Und das schafft total ein Bewusstsein dafür, wo genau die Noten denn sitzen. Natürlich sollte man das mit Metronom machen und auch dazu mitzählen, wie ja schon erwähnt, langsam erstmal ganz genau alle Noten mitzählen und später dann die Viertelnoten oder vielleicht auch nur die halben Noten. Und ich habe festgestellt, dass es immer dann am besten ging, wenn ich eben sehr auf die Genauigkeit geachtet habe und vor allem locker war. Deshalb die Ausholbewegung, sich dafür richtig Zeit nehmen, damit man nicht verkrampft. Und das hat noch einen weiteren Vorteil. Wenn man sich angewöhnt, möglichst früh auszuholen, kann man schneller spielen. Denn die Hände mit den Händen zu schlagen, das geht unglaublich schnell. Der begrenzende Faktor, wie schnell wir spielen können, ist, wie schnell wir ausholen können. Das heißt, wenn wir uns bewusst darauf konzentrieren, früh auszuholen, können wir schneller spielen. Es gibt so dieses typische Heavy Metal Fill, was auch super praktisch ist und super cool klingt. Einfach zwei Schläge mit den Händen und zwei Schläge mit den Füßen, immer abwechselnd auf den Toms. Viele denken, dass dieses Fill quasi von alleine funktioniert. Und dann wird es oft sehr unsauber gespielt. Es ist aber viel sinnvoller, das vielleicht langsamer zu spielen, aber wirklich jede Note genau auszuspielen. Es klingt dann viel überzeugender. Und wenn ihr es noch schneller spielen wollt, dann übt ihr einfach, möglichst früh auszuholen. Das heißt, wenn ihr mit den Händen spielt, sofort den Rebound zu nutzen, sofort zurück, euch wieder in Position zu bringen. Und beides zusammen sorgt dafür, dass ihr schneller und genauer spielt und dadurch viel überzeugender, viel souveräner, viel cooler klingt. Alle vier Gliedmaßen genau abgestimmt zu timen, ist ja schon schwierig genug. Diese Übung macht es noch schwieriger, indem wir mit zwei Gliedmaßen spielen, während die anderen beiden ausholen müssen und wir uns auch sehr auf die Ausholbewegung fokussieren. Und deshalb müsst ihr wahrscheinlich sehr, sehr langsam üben. Aber es ist sehr gut. Wenn ihr merkt, dass ihr eine Übung viel langsamer machen müsst, heißt das, dass ihr offensichtlich gerade an wichtigen Grundlagen übt. Und es gibt eben eine wichtige Grundlage beim Schlagzeugspielen, die viele übersehen. Und zwar, dass sich Bewegungen überlappen, weil wir oft die Gliedmaßen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten spielen. Vielleicht spielt die Hand auf dem Crashbecken Viertel, während die Füße Sechzehntelnoten spielen. Und ihr könnt viel entspannter sein und dadurch auch viel besser klingen, wenn die Hand auf dem Crashbecken ihren Zyklus spielt und die Füße mit den Sechzehnteln ihren Zyklus und nicht die rechte Hand auf dem Crashbecken genauso kurze, schnelle Schläge macht, als würde sie Sechzehntel spielen. Das heißt, ihr habt einen viel größeren Zyklus mit der einen Hand und viel kleineren mit den, zum Beispiel mit den Füßen in diesem Beispiel. Und die Fähigkeit, genau so zu spielen, übt ihr mit dieser Übung mit und deshalb ist sie so wertvoll. Fangt also langsam an und erstmal mit einfachen Kombinationen 2 und 2, 4 und 4, 8 und 8. Gerne auch auf der schwachen Seite beginnend. Denkt dran, das ist wieder was komplett anderes und es trainiert auch gleichzeitig eure Koordination und Genauigkeit. Und dann vielleicht 3 und 3, 5 und 5. Und wenn ihr es richtig hardcore haben wollt, dann vielleicht auch nicht Hände und Füße abwechselnd, sondern vielleicht rechte Seite und linke Seite abwechseln. Solche Kombinationen. Also diese Übung lässt sich ins Unendliche fortsetzen. Also das war eine meiner absolut wichtigsten und effektivsten Übungen. Ich hoffe, sie hilft euch weiter und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao!